Gut, wir starten jetzt das nächste Spiel, ein Teamspiel im Labyrinth und der Countdown startet schon. Mache ich mich noch unsichtbar, dass ich niemanden irritiere. Ach, Und man cool. hat schon gemerkt, ich glaube, bisher hat jedes Mal das Team gewonnen, das zuerst in der Mitte war. In einem Spiel ging es ja recht schnell. Und im anderen sind beide Teams die ganze Zeit nur hin und her geschlichen. Okay. Verdammt. Falsch, dieser falsch. Das Rennen bringt einen zwar schnell in die Mitte, allerdings heißt es auch, dass man schneller seine Foodbar verliert. Und man hat kein Essen bei sich, lediglich den Bogen, die fünf Pfeile, ein Eisenschwert und eine Gold Chestplate. So, sie haben sich schon aufgetrennt. Hat sich bisher nicht so bewährt, wenn Muffin und Felix noch beisammen sind. Bis gerade eben. Das Labyrinth, muss man zugeben, verleitet aber sehr dazu, auseinanderzukommen. So, ich glaube, wir haben eine neue Rekordzeit, was das nach außen kommen angeht. Nach außen kommen und dass wir Naja, in dann die nur Mitte Treppe kommen. laufen haben. Ach so. Jetzt kommt der gesammelte Angriff. Muffin macht das richtig klug, er versteckt sich da dahinter und hat diese getroffen. Getroffen. Gleich Zweimal nochmal. getroffen, wenn ich Runter, mich geh runter, nicht geh täusche. runter. Dreimal Schatz, getroffen. da ist einer. Ich lag die ganze Zeit. Ich kann Oh. nichts tun. Sei mir bitte nicht böse, Isa, aber ich habe mal deine Pfeile aufgesammelt. Zumindest ein Also, wie paar. kannst du? Ja, hier. Huch, da Hast du oben ist die ja noch ein getauscht? Pfeil. Immer wenn ich auf den Muffin gezielt habe, war er bei mir da und dann war er wieder weg. Oh, verdammt. Fällt aber runter. Oh, das Runterfliegen hat ihn wahrscheinlich weniger gekostet als... Noch ein Pfeil. Genau, der Pfeil ist ja jetzt noch da. Ah, jetzt gibt's so eine schöne Strategie, das hat man letztes Mal gesehen. Zucker DS war das, glaube ich. Ah, Komm, sag mal. okay. Die Strategie. Ja, muss nur sagen, dass der Creepy deutlich jetzt Vorteile hat. Ich sammle mir schon die Pfeile auf. Ah. Warte, da müssen noch irgendwo Pfeile sein, oder? Es hat nicht alle verschossen, was ich fast glaub. Wo ist denn da Auch da ist der? noch ein Schwert. Da oben ist auch noch Ja, das ist was. das von. Eins gegen eins Kampf ist recht vielversprechend. Bedenkt. Jetzt wird's interessant. Nee, ich gehe da nicht rein. Ich wollte schon sagen. Das wäre riskant. Das wäre nicht interessant, das wäre riskant. Er hat noch. Aha. Okay, also lebenstechnisch interessant. Ein Pfeil drüber. Wer hat das wen getroffen? Ich hatte gerade nicht so aufgepasst. Ich hab Svenny getroffen, Creepy also hat Felix. Felix getroffen. Wo ist er denn? Tja. Nicht hier. Da vorne ist er schon, oder? Du weißt, wie du ihn findest, oder? Ja, mit dem, ja. Ob du darfst nicht verkacken. Brauch die Punkte. Was dann, Ich wenn man hab das auch mal nicht sieht? gewonnen. Ja, du hast schon ein Spiel gewonnen. Ich sehe ihn trotzdem nicht. Ach, da ist er schon. So. Fuck, meine Hand fängt an zu schwitzen. I. Es wird ja bald vorbei sein. Puh. Sich das ausgeht. Generell mal so technisch. Also wenn Creep Wirklich, jetzt er muss keinen super Pfeil schnell. verschießt, dann ist das Spiel gelaufen. Nein, Oh. ein halbes Herz, ein halbes Herz.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum du das so gemacht hast. Ich meine, jetzt kann ich da eh sagen, der Felix hat gerade seinen letzten Pfeil gegen dich verschossen. Ja, er hatte noch 3, während du 11 hattest. Und da dachte ich mir eigentlich schon, okay, gut. Wenn du jetzt auf Entfernung bleibst, dann kann er dir gar nicht mehr an. Weil er hat einen zwingenden Weg, um zu dir zu kommen. Aber, halbes Herz, nette Sache. Ja, war knapp, muss man zugeben. Ich esse gerade ein Fotoapparat. Es könnte sogar sein, das will ich jetzt nicht sicher sagen, aber dass du der Erste bist, der nach einem Teamspiel, wo der Teamspieler schon hinig war, gewonnen noch hat. Beide andere hinig gemacht hat. Aha. Das ist mein erstes Spiel, in dem ich wirklich noch was, so ein, ja. Ausgerissen hast. Eine positive. Hast du nur für Ida gemacht, gell? Ja, klar. Krieg ich jetzt trotzdem noch Punkte? Nein. Du kriegst für das Spiel keine Punkte, aber die Isa, obwohl du sie umgebracht hast. Nett. Das ist doch dieses System, ich verstehe es nicht. Es gilt ja, das ja, Team. Ja, ich weiß, aber das ist trotzdem sinnvoll. Nein, es ist insofern nicht doof, weil sich dann nicht einer sagt, okay, nein, geh du vor, weil sonst sterbe ich und das... Sondern dass man richtig sich auch opfern kann, sich von anderen einsetzen und so. Man kann sein Team. Also es ist fürs Teamspiel besser, wenn jeder unabhängig, also wenn jeder gemeinsam bewertet wird. Wenn ein Team bewertet wird und kein einzelner Spieler daraus. Sonst kommt sowas wie, einer hat noch ein Herz alleine und die beiden anderen haben jeder alle Herzen, regenerieren noch. Dass die gegeneinander kämpfen, wer mehr Punkte bekommt oder irgendwie sowas. Oder dass dann so Sachen wie Killstil geht. Einfach um sowas genau auszumerzen. Gut. Aber hat mich gefreut, dieses Spiel. In dem Sinne dann bis zum nächsten Mal.